Ich kann Ihnen sagen, es war dieses Mal bei der Abstimmung zum Hit des Monats verdammt knapp. Aber am Ende konnte sie das Rennen machen. Herzlich willkommen, Anja Wenzel. Ein wunderschönes Servus und Hallo. Anja, wie ist es denn gekommen, dass du mit 44% zu 43% so knapp gewonnen hast? Ja, also ich glaube, ich habe all meine Freunde angerufen. Die waren schon sehr aktiviert von mir und meine ganze Familie, meine ganzen Arbeitskollegen. Und ich bin dann tatsächlich auch auf die Straße gegangen und habe den Leuten mein Lied vorgespielt und sie gebeten, dass sie vielleicht eine neue Sängerin unterstützen und für mich abstimmen. Tolle Methode, habe ich noch nie gehört, finde ich großartig. Und man hört ja, wenn du so redest, dass du aus Österreich kommst, das hört man leicht raus. Und wir haben mal ein paar Informationen in einem Filmchen zusammengefasst über dich. Ja, was kann euch erwarten? Na, jede Menge. Bei einer Powerfrau, die als Moderatorin, Sängerin und auch als Unternehmerin erfolgreich ist. Anja kommt aus der Steiermark. Der Grundstein für ihre Karriere wird schon früh gelegt. Erste Auftritte in der Schule und später eine Musical-Ausbildung in Wien. Als kleines Mädchen sieht Anja das Erfolgsmusical Elisabeth und weiß, sie will auch auf die Bühne. Heute schlüpft sie selbst immer wieder in die Rolle der österreichischen Kaiserin Sissi. Als Musical-Darstellerin hat sich Anja Wenzel im deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht. Davon profitiert sie auch in der Firma, die sie zusammen mit ihrem Vater betreibt. Sie kombinieren gutes Essen mit toller Musik. Der Schlager ist eine neue Leidenschaft. Und auch hier kann die 31-Jährige schon mit der ersten Single punkten. Ja, man sieht, du bist der Musik sehr verbunden, kommst ja vom Musical, hast du eine Ausbildung gemacht. Wie kam es dann zum Schlager? Du, ich wollte eigentlich immer schon meine eigene Musik machen und habe mich aber einfach noch nicht getraut. Also ganz ehrlich, ich hatte einfach Muffensausen, sage ich jetzt mal. Und da war es natürlich einfacher, in eine Rolle zu schlüpfen und dann die zu singen. Aber jetzt dachte ich mir, jetzt ist die Zeit und jetzt mache ich meine eigene Musik und habe mich getraut. Und mit wem hast du das gemacht? Man macht ja nicht alleine, sondern gibt ein Team meistens. Ich hatte zwei junge Burschen dabei, den Lukas und den Michi. Und mit dem haben wir geschrieben und produziert und ganz viel Spaß gehabt. Sommerregen heißt deine erste Veröffentlichung. Und hast du auch selber mitgeschrieben, habe ich gelesen? Ja, genau. Also, mit den beiden? Ich habe den Text gebracht und dann haben wir den ein bisschen noch umgetextet, ein bisschen geguckt, was wir noch machen können, auch musiktechnisch. Ich liebe Gitarren, ich wollte unbedingt Gitarren dabei haben. Das liegt wahrscheinlich, weil ich aus Fürstenfeld komme, mit STS. Ja, genau, das Lied, das haben wir gerade. Nach Fürstenfeld, genau. Ja klar. Und ja, dann haben wir ein bisschen ausprobiert und dann die Sommerstimmung hoffentlich gut rübergebracht. Dann liegt ja nichts näher, als den Titel jetzt zu erleben mit Anja Wenzel, Sommerregen. Die Sonne lacht, du und ich haben uns auf den Weg gemacht. Schritt für Schritt folge ich deinem Blick, Hand in Hand, wohin du gehst, ich komme.
Anja, Familie ist dir ganz wichtig. Ihr seid nicht nur ein Familienunternehmen, sondern ihr habt auch eins. Genau. Also ich habe nächstes Jahr mein 10-jähriges Unternehmensjubiläum. Wow. Und zwar seit 10 Jahren habe ich meine eigene Firma, die Genusskonzerte. Weil mein Papa hat mich damals motiviert und auch angefeuert, vor allem ein eigenes Unternehmen zu starten, um nicht von irgendjemand anderem abhängig zu sein. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Und ich versuche auch mit meinem Unternehmen, den Genusskonzerten, auch was zurückzugeben. Das heißt, ich mache ganz, ganz viel Charity-mäßig, ganz viel für Kinder, weil ich einfach der Meinung bin, jeder soll eine schöne Kindheit haben. Weil aus der Kindheit kann man dann nachher schöpfen, wenn es einem vielleicht mal nicht ganz so gut geht. Und wie schaffst du das alles mit den ganzen vielen verschiedenen Jobs? Organisation ist alles. Okay, und Schokolade vielleicht? Ja, da hast du mich richtig eingeschätzt. Ich liebe Schokolade. Wenn du heute Abend sozusagen den Durchbruch schaffen könntest als Schlagersängerin, worauf könntest du am besten verzichten, um der Schlagerkarriere mehr Zeit zu widmen? Ich glaube, alles, weil ich möchte wirklich meine eigene Musik den Leuten schenken. Ich möchte ihnen ein Lächeln schenken, vielleicht auch die ein oder andere Träne. Ich möchte ihnen einfach das schenken, was mir meine Familie geschenkt hat. Pures Glück, pure Liebe. Und ja, zurzeit möchte ich einfach meine eigenen Lieder schreiben. Und ich denke, im Leben ist für alles die richtige Zeit. Und jetzt ist meine eigene Musik dran. Liebe Anja, ich sage nur vielen Dank, dass du da warst. Und ich drücke dir für alle Herzensprojekte wirklich fest die Daumen. Und wir sind nun bei den neuen Kandidaten und Kandidatinnen für den Hit des Monats im Juli. Bitte schön. Danke dir.